Dran ist dran. Bitte, Mike. Am Schluss endlich 7-3 deutlich. Aber so deutlich war es nicht auf dem Feld. Definitiv nicht. Ich finde, auch rein von den Emotionen und so müssen wir noch besser ins Spiel kommen und auch die Intensität noch aufschrauben können. Und dann kommt alles andere näher an. Zuerst müssen wir das mal grundlegend wichtig machen und dann kommt der Rest von allein. Wie fest war jetzt wirklich der Match vom Sonntag schon in den Köpfen? Ja, es ist immer schwierig zu sagen, finde ich. Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht ein bisschen, aber optimalerweise natürlich wäre, wenn der einfach gar nicht in den Köpfen wäre. Jetzt, aber wenn wir gleich auf den Sonntag jetzt schauen, jetzt ist es so weit, jetzt ist das nächste Spiel. Was nehmen wir mit von heute? Ja, dass wir uns ziemlich gut noch steigern können und dass wir uns freuen, auf den Sonntag wieder können spielen hier. Also, gute Erholung und bis zum Sonntag. Merci vielmals. Ja, bei mir jetzt der Captain von Florbo Königs, der Kasper Schmocker. Erste kritische Frage, der Match vom Sonntag. Ist der in den letzten 60 Minuten im Kopf gewesen? Nein. Nein, es ist wirklich noch schwierig, sich auszublenden, weil ich denke, es ist das Highlight von den letzten zwei Wochen und auch von den nächsten zwei. Aber ich habe das Gefühl, wir haben es gut geschafft, uns auf den Match zu konzentrieren. Wir haben die Goal nicht gemacht und wir haben gewusst, es ist, wir können nicht Wieler auswärts schlagen und dann daheim einen Punkt verlieren. Also wir wollen die Quali gewinnen, das ist das Ziel. Und dann war es heute genau so ein wichtiger Match gewesen. Und wir haben so gut wie möglich versucht auszublenden. Es ist einigermaßen geklappt. Also. Du sagst selber einigermaßen. Was hat denn nicht ganz geklappt? Ja, ich finde, wir sind kämpferisch und ja, auch in Bezug auf Zweikampfverhalten sind wir nicht immer auf der Höhe gewesen. Es ist schwierig, die nötige Aggressivität aufzubauen. Ja, das gibt es manchmal. Effizienz war mangelhaft gewesen. Also dort sind die zwei Sachen, die wir stark verbessern bis zum Sonntag. Und da habe ich ein gutes Gefühl. Jetzt für dich ist natürlich doppelt speziell am Sonntag gegen Wieler Cup Halbfinale. Du warst als letzte Station in der Schweiz bei Wieler gewesen. Wie gehst du persönlich in diesem Match? Ja, jetzt habe ich. Ich hatte jetzt ein Problem, als ich bei Wieler war. Ich konnte nicht so langsam mit der Zeit bekommen, ein bisschen Erfahrung. Und ich fühle mich wohl hier und ich habe das Gefühl, ich kann das sehr gut ausblenden. Darum wird das nicht ein grosses Thema sein. Wir werden spielen, wir wollen das Finale und werden am Sonntag alles dafür tun. Jetzt am Sonntag wird es laut Prognose volle Hütte haben hier. Wie schaust du dem entgegen? Geil! Nein, ich freue mich. Also, es ist allgemein, ich möchte, wenn ich mal die Möglichkeit habe, ein riesen Kompliment an alle Leute, die hier hinten dran sind, an ganz Florbach Königs, alle Sponsoren, die hier hängen. Es ist ja fantastisch und zwar nicht nur am Sonntag, sondern bei jedem Spiel, was die Leute hinten dran arbeiten, was wir hier aufziehen. Das fängt einfach nur und am Sonntag ganz speziell. Jetzt eben, du hast angesprochen, am Sonntag ganz speziell. Es wird auch für uns ganz spezielle Herausforderung geben, am Sonntag mit so vielen Leuten. Aber haben die Leute einen Einfluss auf den Spieler? In diesem Fall ein sehr positiver, ja. Also ich finde, es ist ja wirklich eine coole Tribüne. Also es sammelt sich alles oder es zentriert sich alles so ein bisschen. Es ist laut und darum habe ich das Gefühl, jetzt in diesem Fall ist es sicher ein positiver Ansporn, dass wir das erleben am Sonntag. Muss dort der René Berlia spezielle Worte finden, für die Mannschaft zu motivieren gegen Wieler oder ändert das Gegenteil? Ja, das findet er immer und das müssen wir auch immer finden. Aber ich denke, wir werden uns so vorbereiten wie immer. Und gleich können wir es nicht lügen, dass es ein spezieller Match ist. Also ich denke, da müssen wir sicher nicht überpushen oder übermotivieren, sondern ich denke, jeder ist ein bisschen die Fingerspitze und Haarspitze motiviert für die ganze Sache am Sonntag. Darum habe ich das Gefühl, braucht es bezüglich Motivation sicher nicht etwas ganz Spezielles. Das wird von alleine funktionieren. Also, genug Rede davon. Viel Glück am Sonntag und bis dann. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Merci vielmals, Mike Hörg, für die Interviews. Wir kommen jetzt zum Abschluss von dieser heutigen Übertragung hier. Ich habe wieder meine beiden Gäste vom Anfang, der Matthew Gropp und der Fabian Dres. Und der Marc Goltsch, unser Chefstatistiker, kommt auch noch ganz schnell dazu. Fangen wir gleich mit dir an, Marc, mit der Statistik. Kannst du uns schnell einen Überblick geben? Ich bleibe dabei. Mein Bauch sagt mir im Moment, Königs hat mehr Abschluss gehabt. Die Buch ist völlig richtig, Valentin. Es sieht wie folgt aus: 43 Abschlüsse auf das Goal von Florbal Königs im Vergleich zu 20 von Grüner Matt. Bei den Blockschüssen ist es ausgeglichen. Da steht es 9-8 zugunsten von Florbal Königs. Und in Statistik, die keiner will, besser sein als der andere, ist leider auch Königs besser. Und zwar deutlich: 24 Schüsse neben das Goal im Vergleich zu 16 Schüssen von Grüner Matt neben das Goal. Gibt insgesamt 77 Schüsse von Königs im Vergleich zu 44 von Grüner Matt.
Sehr schöne Zahl, 77 zu 44 und am Schluss steht es 7 zu 3 zugunsten von Florbal Könitz. Am Schluss doch eine relativ klare Sache. Was hat Florbal Könitz richtig gemacht, dass sie dann 7 zu 3 und nicht 7 zu 2 haben gewonnen, wie du gesagt hast? Ja, ich denke, sie sind dann ein bisschen entschlossener und ein bisschen schneller im Abschluss. Zum Beispiel Simi Müller, der ich mal reinzieht und abdrückt. Das sind genau diese Sachen. Ja, das vom Graf Fuchs hat mich schon ein bisschen, ich vermute, fast Schiebung. Aber da musst du vielleicht mit dem Fabu reden. Nicht. Mit dem Fabu in dem Sinn, ist es Schiebung gewesen oder nicht? Also, ich weiß nicht, wie das man können schieben konnte. Aber sie haben nicht schlecht für mich gespielt, hat es mir gedacht. Und wenn man es jetzt aus deiner Sicht, und deine Sicht ist ja hinter der Linse, anschaut, was war das für ein Spiel heute Abend für dich? Für mich war es ein eckiges Spiel, weil die zwei Kämpfe, die ich am Anfang gesagt habe, die waren eigentlich nicht richtig rum oder sie so schnell durch, die Laufduell, dass es vom Fotografischen her nicht so viel ausgegeben hat. Ich habe mich dann auch ein Drittel lang so ein bisschen die Umgebung verabschiedet und versucht, dort ein bisschen etwas Neues zu probieren. Weil es auf dem Spielfeld nicht so ist gelaufen, wie ich das gerne hätte. Kommt dazu, dass hinter der Tribüne natürlich recht spärlich bevölkert war. Da freue ich mich auf einen Sonntag, wo ich davon ausgehe, dass doch die Tribüne voll ist. Wir freuen uns auf deine Bilder heute Abend www.imagepower.ch. Dort werden sie sicher zu sehen sein oder auch auf deinem Facebook-Account Fabian Tres. Merci vielmals und jetzt schauen wir gleich mit der letzten Frage für euch alle drei auf einen Sonntag. Auf den Sonntag, wo wir jetzt schon den ganzen Abend darüber reden. Sonntag 17:30 hier in der SpoHW, in der Sporthalle Wiesenstein. Cup-Halbfinalknaller zwischen Florbal Könitz und dem SV Wieler Ersingen. Wir dürfen aus Könitz sich natürlich sagen, dass wir hoffen, dass Könitz gewinnt. Was muss Könitz machen, dass sie am Sonntag gegen Wieler Ersingen gewinnen? Ja, also wenn man es mit heute vergleicht, ist klar, dann muss man drei Gänge aufschalten. Aber ich denke auch, wie im letzten Match gegen Wieler, einfach geduldig spielen, wirklich mit viel Spielkontrolle. Und dann finde ich schon, wie die ganze Cup-Geschichte von Könitz eigentlich einfach mit dieser unglaublichen Überzeugung auftreten, dass sie den Match werden gewinnen werden. Also wer den Match gesehen gegen Malanz hier im Cup, der hat nie daran zweifelt, dass sie dann weiterkommen wollen. Das wird auch am Sonntag nötig sein. Die gleiche Frage an dich, Megan. Was muss Könitz machen, dass man am Sonntag gut aussieht? Ja, da gibt es nicht viel zu ergänzen zu dem, was Matthias schon gesagt hat. Ich bin überzeugt, mit dem sechsten Mann hier im Rücken, wo das Publikum zweifelsohne wird sein, muss Könitz versuchen, ihre Stärken hier in die Waagschale zu legen. Das ist auf der einen Seite ihre spielerische Stärke. Andererseits auch ganz klar die Skills, die Superkompetenzen. Es gibt ganz viele Spieler, die ein Match entscheiden können. Man hat drei ausgeglichene Linien. Und zudem bin ich auch überzeugt, dass sie mit ihren Spielwendungen über 60 Minuten jederzeit für Gefahr vor dem Goal von Wieler Ersingen sorgen können. Und schlussendlich könnte die Ausgleichheit von diesen drei Linien dann auch den Unterschied zugunsten von Könitz ausmachen. Und Fabian Tres, für dich eine leicht modifizierte Frage. Oder? Jetzt haben wir ja zweimal etwa das Gleiche gehört. Für dich, was muss es am Sonntag geben, dass hinter deiner Linse das toll wird? Viel Publikum. Die Bilder sehen sofort viel besser aus, wenn das in einer Ambiance stattfindet, wo man kann sagen kann, hey, wow, das ist cool, dort muss ich auch mal schauen. Und das ist eigentlich das Ziel meiner Bilder, die Leute so ein bisschen anzufixen und zu sagen, wow, das ist eigentlich ein toller Sport, in einer super Ambiance. Ich werde das auch mal schauen. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Und ich hoffe, das gelingt. Und in diesem Sinne kann ich das gerade übernehmen. Unser Ziel haben wir erreicht, weil ihr am Sonntag hier in die Halle kommt, in die Sporthalle Wiesenstein. Das Spiel fängt an um 17:30 am Abend, Sonntag, 17. Januar 2016. Kommt hierher. Und wenn ihr nicht könnt, hierher kommen, dann schaut ihr entweder am Schluss des Spiels Fabian seine Bilder auf imagepower.ch oder ihr schaut, und das ist eigentlich fast ein bisschen eine Pflicht, auf swiss-sport.tv. Halbfinalkracher zwischen Florbal Könitz und dem SV Wieler Ersingen. Merci vielmals, seid ihr heute Abend dabei gewesen bei dem Spiel, wo Florbal Könitz mit 7 zu 3 gewinnt. Und wir freuen uns auf euch. Wir werden alles daran setzen, auch am Sonntag wieder eine sehr gute Übertragung zu machen, damit wir euch gut unterhalten können und damit ihr irgendwann auch in die schöne Halle hineinkommt.